So, da sind wir wieder bei Let's Play Dingens. Go, Vacations. Exakt. Wir machen jetzt die letzten zwei Spiele hier nicht, da wir die alle schon kennen. Die haben wir schon mal gespielt, die sind nur abgewandelt. Robin oder Oma wird uns ins nächste Resort leiten. Wir haben überlegt, gehen wir ins Snow oder ins Stadtresort. Wir haben uns entschieden für das Schneeresort. Denn hier habe ich ja die Spiele, kannte ich alle schon. Und Schnee kenne ich nicht. Das wird also ganz. Da sind wir wieder alle auf gleichem Niveau. Das wird interessant. Ich bin mal gespannt, mit was wir da fahren können. Du weißt nicht, was Oma damals alles früher mit Schnee gemacht hat, du. Wir standen schon vor Moskau. Weißt du, was ich da gemacht habe im Schnee? Lass uns ins Stadtresort gehen. Hasenpiste. Hier gibt's eine Skipiste, einen Affenschneepark. Ja, ich hätte wieder lesen können. Tokitokusdorf. Tokitokus. Tonga Blanca. Tanga Blanca. Oh, da muss ich rauf. Auf jeden Fall, da muss Oma hin. Ach, jetzt quatscht die uns hier voll. Snowboarden, Schneemobile, Schneereifen. Wenn du mal zum Gipfel des Berges möchtest, nimm den Lift oder einen Helikopter! Alter, wir sind hier überfett. Oh, wir haben Schiebi. Oh. Komm, Oma, wir fahren Schiebi. Oh, das ist aufregend. Komm, wieder mal rückwärts. Das Spiel ist so aufregend. Der, wenn der Kindheitsträume war. Oh, guck mal, wie groß die Welt hier ist. Da ist was Rosanes. Hey, ich denke, man bewegt sich mit. Was? Parallelschwung? Achso, guck mal, kannst du so machen. So. Wer war das denn jetzt schon wieder? Sarah, wer sonst? Ist doch ein Spiel! Ach so, Schneeschlaf, ja, okay. Control-Stick schütteln, wie Fernbedienung ist werfen, schütteln. Also wie das andere Spiel eigentlich auch. Während du B drückst, ist vor. Während du B drückst, vor. Okay, ja, Sarah, noch okay. Wo ist er denn? Mein Ding ist weg. Kannst einfach mit dem Steuerkreuz runtergehen. Du hast jetzt wirklich B gedrückt, nein. Sarah. Oh. Ich hab den B. Daumen hoch, wenn ihr meint, Robin und ich sind pure Intelligenzbestien. Gegenüber anderen Menschen. Aber das ist nicht. Wir wollen jetzt keine Namen nennen. Anderen Menschen. Hier mal ein großes Dankeschön an Blizzard, der immer fleißig Kommentare schreibt. Ach ja, den wollte ich mal grüßen, Mensch. Du bist ja richtig hier. Der schreibt gerne Kommentare und ist mein erster Abonnent gewesen. Deswegen ist er ein besonderer Mensch. Nochmal schöne Grüße an ihn, das war übrigens meine Idee. War nett. Erste, ja. Muss man so sagen, was ist jetzt los? Wo ist Oma? Ah! Ah, daneben, Bruder. Boah, ich hab Sarah getroffen, die wollte ich doch gar nicht. Die glaub ich nur. Hör auf, Sarah, du stehst genau vor mir und wirst mir ab. Voll ver. Guck mal, ist die bescheuert? Ich hab voll den Kopf. Oma! Wir dürfen die Gelbe nicht vergessen, die hat's in sich. Die hat's wirklich in sich. Aha, Oma! Enkel! Oh. Ich schwitze, wieso? Weil du gleich tot bist. Nee, du hast keine Schneebälle mehr, Sarah. Wie mache ich Schneebälle? B drücken und dann... Hallo, Sarah. Aua, gleich Oma getroffen. Philipp, hör mal. Hör auf, ich muss Schneebälle machen. Du auch, gut. Nein, scheiße, du bist der Einzige, der noch ganz viele hat. Ah, oh, Sarah hat sich gerade gebissen. Sarah liegt. Warum steht denn die wieder auf? Ach nee, das ist bockig. Ganz ruhig, das ist nur ein Schneemantel. Hör auf, Robin, hör auf! Oma! Oma! Steh du Hurensohn! Was ist denn jetzt los? Du wirst halt nur meine Tochter beleidigt. Sarah, du kannst noch laufen. Was ist denn los? Aua. Du dumme. Nein! Kann ich mehr. Die Oma heult. Oma kann nicht mehr. Endlich haben wir es, ich werde hier gemacht. Ich bin ein bisschen älter. Ja, Omi, da bin ich irgendwie 14 Katze, du. Mal wieder. Sarah beenden. Sarah, du bist schlecht. Das Spiel fand ich lustig. Ja, fand ich aber auch. Los, jetzt lass mal den Skilift auf den Berg fahren. Ich will mit Helikopter fliegen. Ich glaube, da ist wieder nur sowas mit dem Flugzeug. Du kannst hier nicht selber fliegen. Ich weiß, aber ich will trotzdem fliegen. Ja, Sarah, drück weg, das will jetzt keiner hören. Wir wollen spielen. Oh, was gibt's hier noch für geil? Reifenrodeln. Los, Leute, wir müssen das machen. Ich will Reifenrodeln. Hundeschlittenrennen. Ja, oh, Reifenrodeln. Der Hund ist ja mitgekommen. Sechs, wie ist er mitgekommen? Ja. Nein! Ich will Jetski fahren. Wie heißt es hier? Starrücken! Ja, sehr gut. Ich was ist das? Skifahren? Nein, diese Maschine da, Schneemaschine. Oh ja, lass doch. Ach so, Snowboard. Oh, Sarah, du nein, nicht. Schneemaschine. Ich meine nicht. Was? Halt, na, oh Mann, wir können aussuchen, mit was wir jetzt fahren können. Ach so. Wer war denn das, welcher Vollpfosten jetzt hier wieder drücken musste? Was ist das hier? Ich sehe nichts. Skilift. Wo nee, bin ich denn? Ich sehe nichts mehr. Ich will den da hinten, glaube ich. Ich glaube, ich sehe Helikopter oder so. Ich guck mal. Wie, du fliegst mit dem Helikopter? Ich nehme auch den Lift. Ich guck mal. Sessel. Ach, Sessellift. Ich habe Seeluft. Keine Klenken. Warte. Sarah sucht das nächste Spiel. Ich such den Helikopter.
Der Lift ist ja voll schnell. Bis ich oben bin, ist der Lucky hier. Sarah, du drückst da nicht A. Wieso? Das ist ein Spiel. Nein, aber nicht das, was wir brauchen. Ich glaube, da ist der rote Punkt auf der Karte. Ich drücke A. Ich bin jetzt oben. Ich hab mich hingepackt. Ich bin jetzt genau da, wo wir hin müssen. Jo. Dank dem Sessellift. Ach, du auch, Oma. Scheiße, schnell weg hier, bevor die kommen. Oh, ist doch James Bond. Ich hab einen anderen genommen. Im Auftrag ihrer Majestät ist das hier. Jetzt hier Schlittenhunde. Neige die Wii-Fernbedienung und Nunchuck in die Richtung, in die du fahren willst. Schüttel die Wii-Fernbedienung oder das Nunchuck. Beschleunige nur, wenn das Symbol erscheint. Alles klar. Fahren wir mit. Unten. Nein, mit diesem. Wer ist dieser Berghund? Beethoven? Hm. Ihr wisst schon, wie heißen die ja so? Bernardina. Bernardina. Ja. Bernardina. Bernardina. Bernadette. Entschuldigung. Epic Ladebild schon. Epic. Epic. Ein Pinguin. Ah, ich fang an. Tschüss. Ein Beißer. Hast du sie aus wie eine Ziege von dir drüber? Du hast falsche Tier genommen. Keine Ziege. Und Sarah, du brauchst nicht lächeln, ich bin dran. Nein, ich würde nur gucken. Vielleicht gehen wir da von außen lächeln. Warte mal. Das ist kein Bomberman. Das ist wirklich auch wie eine Ziege, oder? Mhm. Aber es ist egal, es macht Spaß. Oh, der Schlitten kippt, der Schlitten kippt! Nur beschleunigen, wenn das Zeichen ist. Ah, die Kappe. Dann wettest du hält Sarah aus? Nicht lange. Da rennt der Hund schon ohne Leine. Jetzt mal diese Engstelle. Sie hält die Leine nicht fest. Der Hund geht ohne sie ab. Oh, die Schippen kippen. Oh, so ein Kegel. Das ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Sieht aber einfach aus. Ja. Und ihr seht scheiße aus und trotzdem seid ihr nicht. Also das verstehe ich jetzt, aber ich jetzt Kompliment, ich sage einfach mal. Ja, voll ins Ziel gedüst. Der fährt noch weiter. Oma fährt nachher bis zum Mount Everest. So Leute, das überspringen wir jetzt. Ihr habt ja einmal gesehen, wie ich... Jetzt kommt Oma mit ihrer Ziege. Wie damals. Wer hat die für eine Schneehose an? Der voll fluffig und fluffig. Stunts machen? Schlittenrennen! Oma! Wäre die scheiß Musik im Hintergrund nicht, könnte man meinen, es wäre James Bond. Der Ziegel. Nein, mit James Bond wäre es ein Krokodil, aber... Da bist du erst. Oh, schlimm ist, wir müssen Sarah auch nochmal zugucken. Das ist echt die Arschkarte, Sarah. Ja. Bei dir ist man nicht mehr konzentriert. Bei dir machen wir das Video aus. Nur so vor aufs nächste Spiel. Wir geben euch die Zeit vor, wo es weitergeht. Scheiße, wow, die alte wow. Guck dir die an. Immer wieder. Die rast einfach weiter. Bis zum Mount Everest, noch viel weiter. Mit Lucy, die fährt mit ihrem eigenen Hund. Yeah. Ja! Wenn der Hund sich schon kennt, müsste er nur noch Scheiße fahren. Ich kann uns einstellen mit dem Wegknopf. Der Sarah, wie lästern über dich. Mal guck dich mal an. Hallo. Entschuldigung, du bist voll hübsch. Geht doch. Nächste Woche bin ich so gezwungen. Ich glaube, das wird unser bestes Let's Play. Ich habe jedenfalls hier meinen meisten Spaß. Ob die Zuschauer Spaß haben, ist mir wurscht. Geben mir ja kein Geld dafür. Wir sollten Geld dafür nehmen. Ich finde, wir sind übergeil. Ich würde sagen, ich krieg 60%. Ab sofort kostet eine Folge. Philipp kriegt 49,5. Und Sarah 0,5. Ja. Nee, was? Kopfrechnen, schlag den Rad mehr, sag ich dazu. Ah, Sarah ist auch schon mal da angekommen, sehr schön. Ich bin schnell, du bist dir klar, oder?
Die Omi hat's dir scharf. Mal wieder. Sarah, aber jetzt knapp, ganz knapp ist mal eine Sekunde, richtig. Sarah, hier ist nochmal. So, dann hätten wir das Spiel auch geschafft. Was kommt jetzt? Ich bin gespannt. Ja, hör auf zu quatschen. Jetzt kommt. Was denn das? Eisballett? Eiskunstlauf? Was denn so? Eisballett. So, jetzt halt, jetzt nicht mal aussuchen, was ich fahren kann. Oh. Snowboard, Schneemobil. Gibt's noch mehr? Schneereifen, was sind das eigentlich? Ich nehme den Schneereifen mal. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, Schneereifen. Damit komme ich doch nicht vorwärts. Och man, das ist unfair. Nimm mich mit, Oma. Ich kann nicht lenken. Ach, guck mal, wie das Bild aussieht. Bitte gebt mir euren Reifen. Bitte gebt mir euren Reifen. Ich möchte doch auch sehen. Komm zurück. Vor allem eigentlich die Winterklamotten hier. Wir hatten doch eben eine Badehose an. Warte, Philipp, ich komme hoch, mein Enkel. Sarah, irgendeiner, bitte. Wir müssen zum nächsten Spiel fahren. Halt dich. Wo bist denn du? Halt vorsichtig rauf. Sarah. Philipp. Der Hund. Stirb, du. Ach, scheiße. Wartet doch bitte auf mich. Wo seid ihr denn? Wie seid ihr denn? Philipp. Wartet doch bitte auf mich. Oma. Wie ist er denn? Ski- und Snowboard fahren. Das ist schon wieder so ein flotter Typ für Oma. Ist heute mal so ein Wintertypi? Auch nicht schlecht. 5 Sekunden Strafe für jedes verpasste Flaggentor. Tor. Paar. Oh, ihr passt uns da dran. Ihr seid so lustig. Kommt mit Kotzen. Weiß ich nicht. Oma. Fahre durch die Flaggen, alles klar. Oh, die Flaggen sind aber eng beieinander. Ja, da muss er. Sarah, das Ding ist ganz am Ende. Ist ja egal, wenn sie alle Tore kriegt und wir nicht, dann hätte sie trotzdem vielleicht noch eine Chance zu gewinnen. Auch wenn ich es nicht glaube, aber. Oh, irgendwie bin ich vom Kurs abgekommen. Nein! Nein, Oma! Und die Oma macht jetzt hier einfach. Scheiße, da ist die Alte hinter mir. Ah. Und zwei Dinger verpasst wissen. Das ist doch ein ganz witziges Spiel. Sarah, was machst du? Was will ich machen? Ah. Ach, Sarah ist mal ganz oben auf dem Hügel. Die ist dann losgefahren. Die musste erstmal testen, wie die Skier funktionieren. Kannst aber den Hund neben sich ziehen lassen. Denk doch mal mit. Sieht mich nicht mehr. Ich hab gewonnen, Leute. Bin ich. Oh, Attacke. Sehr spannend. Okay, jetzt mal. Ich Stöckchen. 1,70, ich hab Sarah, gewonnen! Ist Sarah nicht eine Fahne verpasst worden? Philipp, du bist als super, du hast eine verpasst, schon zwei. Nicht eine hat sie verpasst, siehst du, und sie kam aber als letzte durchs Ziel, das meine ich. Ja, da verstehe ich jetzt ihre Zeit nicht. Ne, weil sie, wir haben Minussekunden dadurch bekommen, durch die verpassten Tore, immer drei. Sie hatte nie Minussekunden, ist als letzte durchs Ziel gekommen und ist trotzdem. So aus wegdrücken. Ah, nicht so schnell, ich will mir auch ein Schneemobil holen. Komm mal, Hund, komm mal, Hund, komm mal, Hund. Der, ah. Der will den bespringen. Ja, guck mal. Hallo. Entschuldigung. Aber was hieß denn der Hund? Sarah. Nicht so schnell! Gut. Jetzt kannst du sagen. Das wieder weg. Ach so, ich hab unten links geguckt und mich gewundert, wo man an die fährt. Und man kann springen. Das ist ein ganz anderer Weg als ihr. Sehr fetzig. Ah, da war eine Sprungschanze. Oh. Sarah, das ging sound nicht fahren. Ja, kann das. Omi, ja. Hui. Oma. Wir fahren gerade an dem roten Punkt vorbei. Ich mach bremslich hinten. Richtig? Ey!
Leute, jetzt, Sarah, wir sind jetzt ganz so weit weg, wie es nur ging vom Punkt. Ich bin irgendwie von der Strecke abgekommen. Wo bin ich denn? Ich auch. Hilfe, Hilfe. Ich falle. Immer noch. Boah, es geht schon schnell runter hier. Wenigstens weißt du in etwa, wo du bist. Ich? Nö. Der Rot, wer ist ein Rot? Ich? Sarah, Robin. Ja, du bist am nächsten am Roten. Du bist nicht ganz nah dran, du bist auch sehr weit weg, aber nicht ganz so weit weg wie wir. Ja, ich muss jetzt bloß noch einmal drehen, dann bin ich mich hier rum. Wie jung. Wie Autofahren weißt du damals nicht. Damals war ich ja Rennen. Genau. Aber jetzt eigentlich das Falsche genommen. Tja, Philipp. Im Schneeresort. Auch geht's zwar auch nicht schnell, aber. Oh, da fahren wir. Oh, ich nehme einfach den Sessellift. Was ist denn um mich schneller als mit ihrem Altmobil hier? Hätte mal Roller ab. Na hä? Haha, Oma! Dann warte doch mal, Omi. Da kommst du gerade an. Beam ist unfair, da gab's aber so nicht. Oh, guck mal, die Schanze an da oben. Ich muss noch wenden. Ja, aber die funktioniert nicht. Guck mal auf der Karte, der Punkt dreht sich bloß im Kreis. Ja, wie kann man denn ein gleichschenkliges Dreieck nehmen? Da weiß ich doch nie, in welche Richtung ich fahre. Gleichschenkliges Dreieck sieht ja wohl ein bisschen anders aus. Du bist anders. Von der. Ja, mal. Was denn das? Oh, eine Süße heute. Na, wir können ein bisschen LP machen hier. Aber nicht Let's Play. Doch, einfach ab. Springe über die Schanze und zeige den geforderten Trick Grab links. C und Z. Okay. Was? Was? Grab links? So heißt der Trick. Okay. Robin? Achso. Du musst okay drücken. Achso. Ich wollte nur wissen, ob wir fertig sind. Unser letztes Spiel. Übrigens, er muss A drücken, nicht okay. Willst du ein Ding vom Kopf? Ist schon aber okay. Zeige alle gefordert. Linker Grab. Ich sage, wenn man von der Schanze springt. Nicht schon vorher. Immer dabei. Gut, meiner hat gar nichts gemacht. Ich habe das Spiel nicht verstanden. Du musst Nick Grip machen, Professor, oder? Noch einmal. Schön, dass ihr es alle geschafft habt. Mein Ding irgendwie. Was ist mit dir los? Gut, okay. Robin, drück A. Du bist der Einzige, der es nicht geschafft hat. Nicht prügeln, ich sitze in der Mitte. Drück A, drück A. Drück A! Hallo! Jetzt kommt das Reifenrennen. Drück A! Jetzt können wir auch ins Berg Resort. Schwere Entscheidung, wo man da lieber bleibt, oder? Berge oder Berge? Eine Berge haben wir auch. Wir haben eine halbe Stunde, Sarah. Wenn sie ich muss ja halb den Bus kriegen. Ich muss ja halt den Bus kriegen. Ich bin eine kleine Ziege. Drück A! Ich bin eine kleine Ziege. Robin, drück A. Das ist lustig. So, wir fahren jetzt noch. Ich will kein Snowboard. Wir fahren jetzt noch zu unserem. Drück A, drück A, drück schnell A. Wir fahren jetzt noch schnell zu unserem nächsten Punkt. Ach du lieber, der ist ja Marsch der Welt. Wortwörtlich, der ist ja wirklich ganz oben. Wir fahren da jetzt noch schnell hoch und dann beenden wir die Folge. Hallo. Foto? Nee, hallo. Hallo. Nein, hör auf, bitte kein Foto. Dann muss ich den ganzen Weg hier nochmal fahren. Hätte die jetzt nicht. Mit dem Snowboard kommst du von hier weit. Irgendwie kann ich das nicht. Nee, bergauf fahren so. Mit dem Snowboard ganz schlecht. Lass ich von dem Hund ziehen. Warte mal, was mit dem Hund? Was soll ich denn mit dem Hund machen? Wie kann ich denn irgendwas mit dem Hund machen? Guck dir mal, was der kann. Gar nichts, den hast du nur zur Deko gekauft. Wieso ist dann eigentlich bei mir so ein cooles Ding? Ach, Richtung ändern. Das haben wir alle, Sarah, das nennt man Erklärung. Das ist für die Leute, die das Spiel nicht können. Gleichzeitig. Richtig. Du musst mich mal vorwärts hüpfen mit dem Snowboard. Scheiße, die Alte verfolgt mich. Die müssen wir lang, Oma. Dann muss ich schnell. Hey, du bist doch ganz dicht hinter mir. Warum siehst du mich denn nicht? Wieso dich nur umhören? Doch, relativ dicht. Das ist ja wie damals hier in. Besser ist. Wo bin ich denn? Boah, ich fall mal eine Klippe runter hier. Das ist ein Gletscher. Ganz schön weiter Weg nach da oben.
Dinge haben. Versagen auch gleich hier. Den Rollator hätte ich mir doch nicht drin sein. Der hat 50 PS. Auf 3 Kilo, nee, auf 15 Kilo, das ist schon ganz ordentlich. Kennst du ja bestimmt von Mr. Bean, ne? Ja. Wie heißt es hier? Johnny English? Das ist eine geile Abfahrt. Der Rollstuhl. Ja. Die will abgeht. Pistole, hab ich auch. Ja. Ich fahr zwar genau in die andere Richtung, aber ist mir scheißegal. Deswegen spielst du ab sofort auch nicht mehr mit. Oma Stunt. Oh, es ist ein weiter Weg. Ich werde ruhig vorspulen. Wieso, wir unterhalten die doch hier voll freundlich. 20 Minuten. Ja, ich weiß, dass wir jetzt schon mal 21 sind, aber... Und Sarah, wart es, dir ein Foto oder sowas jetzt zu drücken. Ich verspreche dir, du wirst dein Leben dann nicht mehr froh. Ja, soll ich machen? Nein, bitte, Sarah. Bitte, geh da nicht hin. Bitte. Was ist denn hier oben? Wieso steht hier abgelegen wie sonst was irgendeiner? Hätte mit dem Helikopter hochfliegen können. Ach ja. Einen haben wir nicht gefunden. Dann war Sarah oben schon mit der selber an. Sarah steigt denn oben aus, wo wir endlich angekommen sind? Hier oben muss es sein. Wer steht denn hier mitten in der Schlucht, Alter? Deswegen, wer läuft überhaupt hoch und stellt sich da einfach hin? Ich soll meine Mitnehmer, die sind verschollen. Ach so. Vielleicht ist es Opa. Nein, den habe ich woanders ausgesetzt. Ach so, gut. Sarah kommt doch auf die Idee, den Lift zu benutzen. Also langsam wird es anstrengend. Lauf ich darüber. Ich fall den Berg runter! Das Schlimme ist nur, dass ich trotzdem mal genau an Hallo mein Enkel! Na, wer ist jetzt Erster? Wir machen kein Wettrennen, wir wollen einfach nur... Ich komm, sorry Oma, jetzt liegt's an dir. Und wieder ist die Oma Erster. Halt, aber stopp! So, hier machen wir eine kurze Pause. Und sehen uns das nächste Mal wieder. Bis nachher. Bei Let's Play Dingsy Bumsy. Bis dahin. Nachher. Stopp. Tschüss, meine ich. Stopp.